Ah, du kommst sogar mit, auch gut. Ja. Sehr schön. Gut einkaufen erstmal hier. So, was brauchen wir denn alles, Jungs? Aber dann mache ich Erstmal auch erstmal Bude ein einen, bisschen Cash. ja, dann hol dir. Einen wunderschönen guten Tag. Kollege, ich habe dir Kundschaft mitgebracht, siehst du? Wunderschönen guten Tag. Haben Sie mit dem Deal? Nee, eigentlich nicht, aber. Nein, aber wirklich keine Deals, Beste, aber er hat Beste. Gute Sachen gemacht. Oh, ich sehr ihn schön. Gerade gut gute betreut Reise, und er hat mich halt weiterempfehlt. Oh, das ist schön. Ah, eine gute Reise. Wollten gerade fragen, wir bräuchten so ein bisschen Grundausstattung. Wir ich wollte ja hier einfach Grundausstattung. Was? Also ein Küchenset bekommen Sie hier für 211 Dollar. Mhm. Da ist alles drin, Topfpfanne, Brett für zwei Messer und eine Backform. Und ansonsten haben wir hier noch ein Regal, wenn Sie mal folgen wollen. Ja. Schauen Sie mal rein. Da haben wir hier einmal für den Start die Basics-Box, ne, so die Basics drin, Mehl, Zucker, Essig, ein paar Gewürze, Ketchup, Mayo, ne, das ist die Basic-Box, so für den Start. Das wird auch gerade im Angebot, kostet nur 15 statt 20 Euro. Sehr verlockend. Und dann haben wir hier einmal die Frühstücksbox, wo Sie halt Mehl, Brot, Butter, packen Eier, Käse, Obst, Marmelade und Orangen. Ne? Da können Sie halt ein perfektes Frühstück anrichten, reicht auch für ein paar Tage. Ne? Orangen schön pressen, haben frischen Orangensaft zum Frühstück, kann man sich immer mal gönnen. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Sehr schön, ja. Genau, auf jeden Fall das Starter-Set, das wäre mit dem Töpfen etc. Ja, safe. Drin. Das nehmen wir auf wir jeden mitnehmen. Fall. Frühstücksset würde ich auch mitnehmen. Genau, genau. Okay, kriegen wir hin. Pack dir gleich hier noch einen, damit ich auch. Ja, wir teilen nachher einfach so, durch drei. Ein kannst du mir zwei Flaschen Wasser geben, Abudi? Grad nicht, Moment. Geht sofort los. So. Genau. Basic und Frühstück wollten sie haben, ja? Ja, vielleicht für Abendessen noch was. Mal so eine warme Mahlzeit wäre, glaube ich, auch ganz geil. Wenn ja. Wir schon Pfannen und so Zeug haben. Was schwebt Ihnen da dann so vor? Steak mit Pommes? Oder also was Einfaches? Oder Spaghetti mit Tomatensauce oder Chicken Parm? Also Nudelauflauf so in der Richtung? Nudelauflauf, glaube ich, oder? Ganz simple, das was. Ja. Ah, also Chicken Parm ist im Prinzip auch easy, ne? Ja, das zum Beispiel sowas, ja. Da brauchen Sie halt eine Auflaufform, 6 Scheiben Käse, 3 Geflügelwurst und 2 Tomatensauce, also zwei Portionen Tomatensauce und ein bisschen Gewürz und 6-mal gekochte Nudeln. Da müssen wir aber echt erstmal mitschreiben. Das ist ja verrückt. Ja, also Sie finden das Chicken Parm Rezept auf Meteor, ne? Ah, okay, Meteor hat das auch, okay. Richtig, und wenn Sie meinen Kollegen, sobald er hier wieder erscheint, auch ganz lieb fragen und Sie eine E-Mail-Adresse haben, würde er das Rezept auch per E-Mail schicken. Ah, hier steht Roses, okay. Ich sehe es gerade. Pack ihn dann, also soll ich für Chicken Parm nochmal die ganzen Zutaten, die Sie benötigen, nochmal extra mit einpacken? Wären wir sehr dankbar. Kriegen wir ja, hin. Ja, definitiv. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken, wo finde ich Chicken Parm? Also das ist damit auf der Seite, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, der Kollege kann es dir noch per E-Mail geben. So, wir brauchen. Alles klar. Ich drücke dir da etwas in die Hand. Muss einfach kommentarlos annehmen. So. Moment, ich muss mal hier durch. Jawohl. Getränke etc. haben Sie ja auch. Ja, ne? Getränke haben wir entweder hier im linken Regal in Flaschenform. Wenn Sie Dosen haben wollen, finden Sie die im Nachtschalter oder ich kann Ihnen sie auch so rausgeben, wenn Sie größere Mengen bestellen wollen. Vielen lieben Dank. Okay. Sven, gib mal einen der Herrschaften bitte das Chicken Parm Rezept. Werde ich auf jeden Fall mal genießen. Das wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn das möglich wäre. Dann bräuchte ich einmal Ihre E-Mail. Okay, du atmest sehr schwer. J. Oh, ja, ich. J. Salomons.
S-A-L-O-M-O-N-S. Ja, wir kaufen gerade. Ja. @mail.ls. Aber warte mal, ich habe, glaube ich, noch was. Ah, ich habe schon eben im Regal gesehen, ein paar Zimtrollen und... Mal, guck mal, wenn es zu krass wird. Welchen Seite? Ja, Tomatensauce braucht er dann auch extra. Habe ich noch vom Flug. Das schon. Danke. Jo, das ist gut. Klassisch trocken, aber geht. Muss auch noch was trinken. Ja. Besser als gar nicht. Ich wollte gerade sagen. So, das war einmal. Dieses Chicken Parm Rezept, ne? Ja, und wegen der Tomatensauce dann einmal. Ah ja. Geht schon. Er kauft ja gleich das Dreifache ein, ne? Ah ja. Sollte angekommen sein. Auf jeden Fall verstanden. Ja, super, vielen lieben Dank. Bitteschön. Das ist ja grandios. Und was soll ich denn jetzt sagen? Oh, da freuen wir uns ja richtig. Er kümmert sich um alles. Wir sind heute erst frisch angekommen und hier das Ganze mit dem Essen, da freuen wir uns. Wir müssen uns halt echt neu eindecken. Ja, dann willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Ich hätte gerne noch zwei Schachteln kippen. Ja, genau. Ich müsste auch noch mal überlegen, was ich noch bräuchte. Getränken, der Kollege war gerade dabei. Sie haben entweder hier in Flaschen, also in größeren Flaschen. Ja, oder ansonsten haben wir Dosen im Nachtschalter, aber wir können die auch rausgeben, wenn es mehrere Mengen sind. Okay, okay. Wir sind gleich erstmal alle pleite. Ja, gut. Dann werden wir das erstmal so im Hinterkopf behalten. Da werden wir uns wahrscheinlich erstmal ein paar Dosen mitnehmen oder so. Ja, schaut euch einfach um. Dankeschön. Also, ich habe die Rezepte. Perfekt. Sehr cool. Genau, das ist Nummer 1. Also ist so unser Star-Koch. Nein. Genau, genau. Okay. Also, haben Sie überhaupt ein Auto gerade hier? Nee. Abu Ali fährt uns zurück. Ja, Abu Ali hat den Kofferraum voll. Wird ein bisschen schwierig, den Rest dann noch, wenn Sie jetzt so Küche und alles mitnehmen wollen. Das wird schwer. Haben Sie noch einen Rucksack? Ja, also das ist jetzt, also der Rucksack ist gleich voll. Also ich habe jetzt im Prinzip die Basisbox und Frühstücksbrot drin, die das, was sie zum Kochen benötigen. Und zum Kaffeekochen habe ich ihnen jetzt Sachen reingepackt. Und wir bräuchten jetzt, wäre noch im Prinzip, falls sie noch Getränke brauchen und das Küchenset müsste dann auch eingepackt werden. Aber hast du Kofferraum leer? Nein, ich habe es nicht geschafft. Danach müssen wir gucken, dass wir das irgendwie, haben sie freie Hände? Also, ja, wir tragen gerne. Bisschen was können wir mitnehmen noch. Ja. Okay. Wir können auch nachher zurückfahren. Dann, oder so, ja, genau. Im Moment, Zigaretten wollen sie noch haben. Ja, wie viel? Also, welche Sorte? 2 Schachteln Marlboro bitte. Und ich hätte noch gern 2 Cola bitte. Die heißen doch, wie heißen die? Red irgendwas, ne? Ja, die 2 Dosen Cola, okay, kriegen wir hin. Ich hätte gern 2 Schachteln Redwood. Redwood, die guten. Ich habe gedacht, 2 Stangen. So viel jetzt schon? Naja. Oder jetzt? Was denn? Achso, ja, Monat, Tagesvorrat. Ah, ja, klar. Stundenvorrat. So. Ben, komm mal her. Oder Max, einer von euch, Hilfe. Brauchen wir einen, der hier mit mal kurz Kasse macht. Mal alles notieren hier, was ich im Rucksack habe, weißt du? Du im Rucksack hast. Ja, ich habe ja für die Herrschaften ja eingekauft gerade. Okay. Ich sollte vielleicht auch hingehen. So. Sag, wenn du bereit bist. Hast du schon eine Kasse offen, oder? Nee, musst du eine aufmachen. Check. Kann losgehen. 2 Gewürze? 2? 2, ja. Ja. Immer Nudeln? Nudeln 4, ja. 2 Geflügelfleisch? Gott, da werden wir erstmal zu Hause kochen dürfen. 3? Ja, und auch 3000 Dollar bezahlen oder so. 6 Tomaten? Alles gut. Dann haben wir erstmal. Tomaten 6? Ja, ist ja. Ja. Boah, das ist so heftig, wenn wir so viel kochen müssen. Aber es ist halt mal was ganz anderes. Die Frühstücksbox. Eine Basic Box. Die Basic Box. Ich meine, ja, man kann ständig halt zum Lucky Placker fahren, aber. Ja. Ein Päckchen Kaffee. $330.000.
Einmal Zigaretten rot. Immer diese Raucher, ganz schlimm. Tut uns leid. Oder auch nicht. Man kann sagen, oder so. Für 330.000 Dollar, oder wie? Also 6 Cola-Dosen. Ja, wir sind ja zu dritt, das kriegen wir hin. 6 Cola-Dosen, ja. Ja. Und ein Küchenset kommt noch oben drauf. Also. Kannst du mir noch, ich hatte gesehen, ihr habt Croissants auch noch im Angebot. Mit Backform oder ohne? Mit. Ja, kannst du noch 2 Croissants aufpacken? Oder mach mal 3? Also noch 3 Croissants möchte der Herr haben. Ja. Wir sollen das alles tragen. Das ist die Croissants snacke ich mir gerade so zwischendurch weg. So. Haben sie, ja? Ja. Okay, machen wir was. Kostet Konto? 393,10 Dollar. Können wir per Karte zahlen? Ja. Dann stellen wir die Rechnung an mich aus. Alles klar. Dann warte, dann müssen wir kurz mal ein bisschen hier... Ja, warte. Das Lesegerät ist empfindlich bei... Ja. Bei zu vielen Karten. Soll ja auch nicht jeder die PIN sehen. 1, 2, 3, 4. Taxi, Tiran, Seterisch, Abu Ali, Sheikh Abdurrahman, bin Karim, aus Rab, Max, 300, was war das? 393,10. Oh, sorry. Wir haben ja so viel eingekauft, ey. Verrückt. Jo. Ja gut, aber wir brauchen ja erstmal einen Anfang, ne? Mm. Ohne Anfang geht halt nichts. So ist das. Aber hast du wieder Kundschaft? Ja, eigentlich schon. Ja, dann fahr los, ich bring die Herrschaft nach Hause. Oh, das ist aber okay, perfekt. Abu, warte mal, du bekommst doch Geld von uns. Ja, genau. Wie viel kriegst du? Oh, lass mich rechnen, warte, wo bist du überhaupt eingestiegen? Wir sind am Vespucci, da am Dynasty 8. Dann kriege ich 13 Dollar von euch. 13 Dollar? Ah. Hier. Nimmst du. Danke dir, Abi. Danke. Ciao. Danke für die Fahrt. Ciao. Danke für uns. Seid doch korrekt. Nein. Okay, dann machen wir das noch bitte. Hier im linken Regal. Du hast Croissants? Außer, ja, weil es ja doch ein bisschen viel gerade und. Aber. Sehr gut. Ich hab dem Abu noch ein bisschen Trinkgeld gegeben, dass er hier gewartet hat. Oh ja, definitiv, sehr gut. Bester Mann. Nee. Ach, hinter mir im Regal. Achso, ja. Ach ja. Jetzt sehe ich's. Okay, also Rucksack müssen wir auch mal gucken, dass wir einen kriegen. Kurze Frage. Hier am Nachtschalter kann man sich was rausnehmen? Ja? Genau, da müssen sie Bargeld dabei haben und dann... Okay, und dann einfach hier einwerfen dann in die... Genau. Oh, super. Warten Sie, das war... Hast du noch Schönes gefunden? Ich wollte auch kurz noch was Kleines zu essen haben, weißt du? Wohl. Ach so. Okay, danke. Ui, die sind aber gut. Yep. Oh, ich hab ja auch noch was drauf. Können wir? Jawohl. Ja. Hm, die sind echt gut. Ich hätte die vom Nachtschalter. Ja. Super. Ja. Guck mal, du kriegst das Geld zurück, ne? Ja, sagst du einfach, was du kriegst. Ja, alles gut. Oh. Hübsch. Oh ja. Aber die Zigaretten habt ihr auch noch nicht, ne? Nein. Nee, hat er noch alles. Okay. Ist alles in seiner Tasche. Genau.
Ist ja super. Ja, doch, die Croissants sind wirklich gut. Die Rezept, Zigaretten habe ich auch noch, ja. Perfekt. Ich bringe das jetzt alles nach Hause. Ne? Muss man ja nicht fünfmal in die Hand nehmen, oder? Eben, das ist es. Sehr, sehr, sehr aufmerksam. So. Passen wir alle überhaupt rein? Ja, ja, das ist ein Viersitzer. Ah, okay. Mhm. Perfekt. Sehr schön. Ja, gut festhalten, Bruder Herz. Ja. So, der Herr, der vorne sitzt, bitte einmal anschnallen. Ich bin angeschnallt. Bist du angeschnallt? Oh. Nee. Ich war selber, sorry. So, bitte mal der Herr hier vorne im Navi eintragen, wo Sie hin möchten. Genau. Jawohl. Das müsste hier gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, wie es jetzt wird. Beim Essen kochen, ha? Also normalerweise machen wir sowas nicht. Dass wir die Kunden nach Hause bringen, aber. Heute ausnahmsweise mal. Ja, ich. Weil sie wollen ja jetzt ja auch über Fallen, sage ich jetzt mal, von Abu, ne, direkt hierher und nicht vorbereitet, dann kann man sowas mal machen. Ja, das ist total lieb. Sehr lieb. Sagen Sie mal, wo finden wir denn das Unicorn? Also, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Okay, schade. Okay. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, so Richtung Southside müssten Sie mal gucken. Okay. Alles klar. Mein Bruder hat irgendwie was von Unicorn gehört und er dachte sich jetzt. Aber sie müssen, ich also bei entweder selber auf diesem Banner, bei Blinter oder eben über die City Hall Seite, da wo die Firmen aufgelistet sind, finden sie auch eine Firmentelefonnummer, wo sie auch anrufen können und oder halt am Taxi nachfragen. Mhm. Oder einfach Abu Perfekt. Ali anrufen, der fährt uns hin. Ja, und ja, Abu aus. Ali, genau. Und dann... Der macht das. Wir haben schon gehört, da sollen hübsche Mädchen sein, der wird die wahrscheinlich eh alle gleich aufreißen. Wie gesagt, ja, ja. Wer der Abu Ali? Ja klar, wer denn sonst? Achso, nee, da ist noch ein Stückchen weiter. Ja, noch ein Stückchen weiter. Ja, kurz vor der Brücke hinten. Genau. Ja, waren sie gerade mal langsam, da links ist... Da, wo der links so wo der eine weiße Einfahrt. Wagen steht, genau. Ah, okay, okay. Mhm. Ja, genau. Genau, wenn sie hier kurz halten, das wäre super. Perfekt. Jo, super. Machen wir, kriegen wir hin. Danke. So. Wie jetzt eine Nachricht bekommen? Ach, ich habe eine. So. Das... Du bist famous, ja? Ach. Ja, er bestätigt mir den Termin. So. Oh, ist das lieb. Kommen Sie gerade mit? Ja, ja, ich mache das hier eben schnell. Meine Güte, jetzt... Also, jetzt fühle ich mich sehr schlecht. Wir haben jeden Tag von 18 bis 22 auf, wir haben sonst bald wieder. Jetzt ist bei so einem Service. So, wo müssen wir denn hier hin? Sechstes Apartment, bitte. Alles klar. Ich kann Ihnen auch empfehlen, im Suburban finden Sie dann auch, wenn Sie dann später mal Klamotten kaufen gehen sollten, auch große Rucksäcke, mit denen Sie dann auch bequem einkaufen kommen können. Oh, das ist lieb. Das müssen wir auch noch machen. Wow. Also Suburban. Oh. Einfach hinstellen, wir räumen aus. Ja. Richtig, nicht wundern, im Kochset ist halt alles vorhanden, außer einem Brett, deswegen gibt es das Brett extra. Perfekt. Dankeschön. So. Oh Gott. Ja, aber viel Zeug. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich habe mal so grob zusammengekauft. Mhm. Wir sollten damit nicht verhungern. Bitteschön, da sollten Sie auf jeden Fall erstmal genügend haben. Viel Spaß beim Kochen, wenn noch was ist, rufen Sie uns gerne an. Vielen, vielen lieben Dank. Aber Sie haben ja das Rezept bekommen, ne? Warten Sie nochmal, ja, habe ich bekommen, warten Sie nochmal kurz einen Moment. Ich muss Ihnen ein bisschen Trinkgeld geben, das tut mir halt jetzt total leid, dass Sie so viel getragen haben. Dankeschön. Alles gut, kein Problem. Schönen Abend noch. Ebenso. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. So, boah, ist Maki. So. Ich brauch erstmal Kippen. Ich hab grad mal hier. Ich dachte, wir hätten sechs Schachteln bekommen. Ich hab mir eine rausgenommen. Weil ich nur eine jetzt hier drin sehe. Oh je. Ich pack die Sachen mal hier gerade aus, ne? Ja, ich hab auch schon ausgepackt. Puh.
das Rezept falsch. Vielleicht muss ich besser werden. Ach du Scheiße. Die Kartons müssten wir mal wegschmeißen. Übrigens, kann jemand von euch die Tür zumachen? Ja, ich gehe. Ja, ich mach schon alles gut. Okay, dann. Ja, streitet euch. Was jetzt? Nee, doch. Sag mal, habt ihr irgendwie ein Zigaretten-Etui? Damit ihr die Zigaretten in der... Ja? Muss nur die Lasche richtig ziehen und dann geht das. Aber richtig schön die Packung öffnen. Ach du Scheiße. Okay, habt ihr... So, wo sind denn die Verderblichen? Brüderchen, hast du die ganzen Sachen jetzt schon reingelegt oder hast du die oben... Nee, hast du reingelegt, ne? Töpfe, ja, alles drin, ja. Achso, hier sind die... Aber ich nehme mir gerade mal die Milch raus. Mhm. Oh, hä? Ist noch die Cola da, die ich eben noch bestellt hatte? Guck mal rein. Auch nur eine Dose? Meinst du, der hat uns abgezogen, oder was? Ach nee, lol. Ja, ich hab's falsch gesehen. Ach du Scheiße. Müssen wir ein bisschen umsortieren hier, hä? Ja, ich bin gerade am gucken, wie ich das mache. Ich pack mal die verderblichen Sachen in den Kühlschrank. Ja, bin ich auch gerade schon dabei. So. Eier, die Wurst und Käse. Ketchup. Wofür brauchen wir Ketchup? Weiß ich nicht, wir haben auch Barbecue-Sauce bekommen. Butter haben wir noch. Butter vom Kutter. Die Butter vom Shrimp-Kutter. So, was fehlt denn noch? Ich will gerade mal was ausprobieren. Ja, das geht natürlich nicht. Doch, geht. So. Hm. Ah. Was denn? Hast du jetzt gekocht? Nö. Baked. Wir haben ein kleines und ein großes Messer, okay. So. Ich habe mal ein bisschen rumsortiert. So, ich leg mal meinen Tee noch hier rein. Ich habe mal eine Cola-Dose nach draußen gestellt. Mhm. Okay. Ah, ich tu mal meine zwei Croissants hier. Ja, ein Croissant nehme ich mit, falls ich nachher mal Hunger krieg. So. Perfekt. Sehr getrunken. Eben was gegessen habe ich. Bruderherz, da liegt noch eine Cola-Dose auf dem Boden. Achso, die ist mir gerade runtergefallen. Ah, ist da hingerollt. Ja, okay. Will die einer von euch gerade haben? Dann könnt ihr euch die in die Tasche stecken. Oh, nee, ist okay. Nee, nimm du. Gut, nehm ich jetzt. Mhm. Warte mal, Tommy, wie viel kriegst du jetzt erstmal von uns? Das ist jetzt Nummer 1. Gib mal einfach jeder 100, dann passt das schon. Okay, wie war deine Kontonummer? Warte. Bitteschön. Mal lost unterwegs. Ja, genau. Warte. Ich wundere, ich hab's dir bar hinten in die Arschkipp gesteckt. Das war mir klar. Also in die Po-Tasche. 269. 543. 269. Nein, 369. 369. 802. 802. 83. 83, okay, $100.
Okay. So, sollst du erhalten haben. Super. So, perfekt. Ab zum Unicorn. Was? Ah, jo. Ich dachte, wir kochen jetzt erstmal. Mal auf die Uhr geguckt. 10:30, Junge. Unicorn! Ich hab eine Cola, ich hab 3 Croissants, ich bin voll ausgestattet. Ich hab Kippen. Abfahrt. Haben die euch nur 2 Packungen Kippen reingeschmissen, oder? Scheinbar, ja. Also ich hab eine, ich kann dir aber auch erstmal eine geben. Also ich muss als allererstes hier die 919 anrufen, weil ich beim DOC noch anrufen muss wegen dem Gewerbe. Oder ich mach das die Tage, scheiß drauf. Und los. Abfahrt. YouTube-Clips. Was? Ja, deswegen, da ist er noch so heiß. Man merkt's. Juhu. Schließt einer ab? Ja, ich mach zu. Der letzte. Mach die Tür zu. So. Erstmal wieder eine Quarzen hier, eine anlöten. Die Lunge muss geteert sein. Ja, ja, darauf fährt sich's besser. Damit der Tod nicht ausrutscht. Genau. So. Also, ich versuche gerade auf Google Maps zu finden, den Innocent Boudoir. Ja, das ist kein Problem. Du weißt wo? Jo. Na, sehr gut. Ah, fuck, da vorne ist was passiert. Wo? Ja, guck mal da vorne. Achso, jo. Ich glaube, wir sollten die Straßenseite wechseln. Aber ich bin gerne schaulustig. Können wir auch von der anderen Seite gucken. Store Closings. Nur mal so eine Frage. Ja. Yeah. Wir schon. Will was? Wie legal sind wir schon? Wie legal? Mhm. Der Fiat 500 war vorgestern nicht abgeschlossen. Bestimmt heute immer noch nicht. Naja, hier ist noch gerade viel los. Noch. Aber danach. Okay. Meiner, das war hier liegen. Bitte? Könntet ihr auch mal auf mich warten, ey? Nö. Unfassbar. Nö. Ja, ich merke das schon. Oh, hallo, hallo, ja, seit wann sind wir hier im Marathon laufen? Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Was? Was lachst du jetzt so? Marathon will ich gleich gar nicht sehen, ey. Tommy? Nix. Ich fahr's nicht. Kannst du mal ein bisschen lauter sprechen, bitte? Ich verstehe dich nicht und ich laufe einen Meter hinter dir. Oh, hier sind ja Autos, was? Darum geht's auch. So besser? Ja, an die Lautstärke könnte ich mich gewöhnen. Oh, Autos. Oh. Schön. Ich meine, das Unicorn, dafür müssten wir einmal die Seite überqueren. Mhm. Jetzt geht's los. Der will unbedingt feiern, ha? Huh? Ja, ist so. Yep. Auch wenn der Jetlag schon sehr hart reinkickt, so lange werde ich nicht tanzen, aber ein bisschen geht. So geht's mir auch. Hier ist das Unicorn, viel Spaß, ciao. Boah, wir fahren aber gleich zurück mit dem Taxi, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, also ein kleiner Spaziergang ist ja mal in Ordnung, aber... Ein bisschen die Beine vertreten. Die ganze Zeit hier laufen. Ja, wir sollten noch irgendwo mal gucken, ob wir vielleicht vernünftigere Kleidung noch herbekommen oder so. Oder vielleicht mal irgendwie ein Fahrrad oder so. Vielleicht erstmal einen Job, dass wir Geld haben. Das vielleicht auch. Vielleicht auch erstmal einen Führerschein, damit wir überhaupt irgendeinen Job ausführen können. Ja. Ja, als Mechaniker brauche ich keinen Führerschein. Nicht? Warte, was? Ach, du reparierst die Autos so gut, du brauchst gar nicht fahren, ne?
Nee, nee, wer braucht denn heutzutage eine Probefahrt? Nur ein schlechter Mechaniker. Macht nur ein schlechter Mechaniker. Habe ich bei der Einreise auch gesagt. Kfzler brauchen keinen Führerschein. Ich repariere die Autos so gut. Mhm. Ach ja. Junge Jungs. Ah, da. Genau. Ja, sehr vertrauenserweckend, wenn die Polizei einem entgegenkommt. Hallo, die Herren. Guten Abend. Jetzt geht's mir auf jeden Fall wieder besser. Ich dachte gerade eben, es passiert gleich. Ja, was. Ja, ich auch. Ich hab die Luft schon angehalten, ey. Mich jetzt auch schon. Oh, gehen. Was ist das denn für ein geiler Schlitten, ey? Ich merk schon hier. Oh, zwei Fahrer ist noch so ein Alter. Was ist das? Ist das nicht so ein Testaros? Das könnte sein. Ja, bestimmt. Ja. Ist gut ausgemacht, ja. So, nach euch, der. Ja, ja. Wer sicher? Ja, du bist zuerst dran. Und los! Der am meisten will.